الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. Dann sag mir mal, was der Sinn des Lebens ist. Schieß mal los. Ja. Der Sinn des Lebens ist, Allah zu dienen. Richtige Antwort. Allah dienen. Was heißt Allah dienen auf Arabisch? Gottesdienst. Was bedeutet das auf Arabisch? Ah, du warst schon da. Aber okay. Ibadah. Ibadah, das Wort kennt ihr. Wisst ihr, wie Ibadah definiert ist? Es gibt eine schöne Definition von Ibn Taymiyyah über Ibadah. Was Ibadah bedeutet. Weiß das einer? Kurz zusammengefasst, Ibn Taymiyyah hat gesagt, Ibadah ist ein umfassender Begriff für alle Worte und Taten, die Allah liebt und mit denen er zufrieden ist. Das ist Ibadah. Alle Worte und Taten, die Allah liebt und mit denen er zufrieden ist. Und der Sinn deines Lebens besteht in nichts anderem, außer das zu tun. Dass du Dinge tust, damit sie Allah zufriedenstellen. Das ist der gesamte Sinn deines Lebens. Kein anderer. Wenn du das tust, wenn du Taten machst und machst das mit dieser Absicht, dass du Allah damit zufriedenstellst, dann tust du diese Sachen mit Ikhlas. Und Ikhlas ist quasi eine Voraussetzung dafür, damit du für diese Tat belohnt wirst. Nur das, was du tust, um Allah damit zufriedenzustellen, dafür wirst du belohnt. Alle anderen Sachen, dafür gibt es keine Belohnung. So. Die spannende Frage ist jetzt, wie erkennt man Ikhlas? Wie erkennt man selber, dass man etwas mit Ikhlas tut? So. Und ich werde jetzt mal einige Punkte, einige Beispiele nennen, woran ihr selber erkennen könnt, ob ihr eine Sache mit Ikhlas macht oder nicht. Die erste Sache, wenn du etwas mit Ikhlas machst, wenn du das nur machst, damit Allah mit dir zufrieden ist. Du hast deinen Wunsch im Herzen, dass niemand von dieser Tat erfährt. Du hast den Wunsch im Herzen, dass nur Allah von dieser Sache weiß. Das ist dein Ziel. Ikhlas in deinem Herzen sorgt dafür, dass du deine Taten geheim halten möchtest. Ich gebe euch mal ein schönes Beispiel aus meiner persönlichen Erfahrung mit einem anderen Bruder. Vor Jahren hatte ich mal mit einem Bruder zu tun. Wir haben viel Zeit zusammen verbracht. Geschäftlich war das auch. Und der Bruder hat immer sehr gerne Tee und Kaffee gekocht. Und nur für uns beide, damit wir zusammen was trinken. Und irgendwann habe ich ihn einmal dabei ertappt, wie er aus einer leeren Tasse getrunken hat. Er hat aus einer Tasse getrunken. Ich gehe später daran vorbei, ich gucke da rein, da ist nichts drin. Da war auch nie was drin. Da waren nicht so Spuren am Boden, gar nichts. Wieso trinkt jemand aus einer leeren Tasse? Wie es mir aufgefallen ist, das war an einem Donnerstag. Montags und donnerstags hat dieser Bruder aus einer leeren Tasse Kaffee getrunken. Damit man nicht merkt, dass er fastet. Der hat Kaffee für uns beide gemacht. Seine Tasse ist den ganzen Tag leer geblieben. Ich habe danach mal darauf geachtet. Montags und donnerstags war seine Tasse leer. Die Salaf, die waren damals so, wenn eine Tat von ihnen bekannt wurde unter den Leuten, haben die das gar nicht mehr gezählt. Das haben sie schon verloren gegeben bei Allah. Die waren schon überzeugt, ach, das war bestimmt für die Menschen. Das heißt nicht, dass Allah sie nicht belohnt. Das ist nicht damit gemeint. Aber sie selber hatten keine Hoffnung mehr auf alle diese Taten, von denen ein anderer Mensch erfahren hat. Hoffnung hatten sie einzig und allein auf die Taten, von denen niemand erfahren hat. Kein Mensch. Es gab deswegen Leute, die haben 40 Jahre lang gefastet, es hat niemand gemerkt. Einer der Sahaba, der hat 30 Jahre gefastet und seine Frau hat das nicht mitbekommen. Der hat das Frühstück morgens mit rausgenommen, als Sadaqa gegeben und er kam erst nach dem Iftar wieder zurück. Einige Sahaba haben neben ihrer Frau im Bett gelegen, denen sind Tränen runtergelaufen, wegen dem Koranversen, worüber sie nachgedacht haben. Die haben das so versteckt gemacht, dass die Frau es nicht erfahren hat. Die waren so darauf bedacht, damit niemand von ihren Taten erfährt. Die hatten eine Grundregel. Gute Taten halten sie so geheim wie schlechte Taten. Stellt euch mal vor, euch passiert irgendeine Dummheit. Ihr würdet irgendeine richtig schlimme Tat machen. Ich weiß nicht was, vielleicht, aber euch würde was passieren, ihr verbringt eine Nacht mit einem Mädchen oder was, aus Versehen. Ihr seid in diese Falle reingegangen von Shaitan. Was würdet ihr alles unternehmen, damit niemand hier davon erfährt? Ihr würdet alles darum geben, oder? Dass keiner, der hier sitzt, das weiß. So solltet ihr mit euren guten Taten umgehen.
Die guten Taten solltet ihr so betrachten, als wäre euch so etwas Schlimmes passiert. So geheim solltet ihr das halten. Das ist die erste Sache. Ikhlas. Kennzeichen für Ikhlas. Ein zweites Kennzeichen für Ikhlas. Wenn man Ikhlas hat, dann vermeidet man Ruhm. Man möchte gar nicht bekannt werden unter den Leuten. Es gab unter den Salaf welche, die waren bekannt für ihr Wissen. Die hatten richtig Ilm. Und die Leute wollten sich manchmal um sie herumsetzen, um von ihnen zu hören. Und es gab welche, wenn sich vier Leute um sie herumgesetzt haben, sind die aufgestanden und gegangen. Vier Leute, das war für sie schon eine Versammlung. Und die hatten das Gefühl, wow, sie sind jetzt berühmte Schujuch geworden. Und um dieses Gefühl zu unterdrücken, wenn vier Leute da saßen, die sind gegangen. Die haben das nicht ausgehalten, so zu sitzen. Wenn du Ikhlas hast bei einer Sache, dann stört es dich auch nicht, wenn ein anderer dafür gelobt wird. Du hast eine Sache gemacht für Allah, aber irgendein anderer wird gelobt dafür, weil man denkt, dass er das gemacht hat. Das stört dich gar nicht. Von Al-Shafi'i wird berichtet, er hatte den Wunsch in seinem Herzen, dass sein ganzes Gewissen gesammelt wird und ein anderer veröffentlicht das unter seinem Namen. Das war sein Wunsch. Dass sein Wissen nicht verloren geht, dass es Nutzen bringt, aber ein anderer nimmt den ganzen Ruhm dafür. Sein Wunsch war, jemand macht das unter seinem Namen. Warum? Wenn du das mit Ikhlas machst, eine Sache zwischen dir und Allah, ob ein anderer das veröffentlicht, das nimmt von deiner Belohnung nichts weg. Das waren so ein paar Sachen, die, wenn ich an meine Vergangenheit denke, ja, Salam, also wir haben früher Sachen gemacht. Ich kann mich an eine Zeit erinnern, vor ein paar Jahren, da haben wir Videos aufgenommen für die Leute, für die Brüder, für die Dauer. Und wir haben das im Namen einer Webseite gemacht. Und wir hatten auch so ein schönes Logo dafür. Und wir haben unsere Videos aufgenommen und auf die Webseite gemacht mit unserem Logo drauf. Und jetzt gab es einen Bruder, den kannte ich persönlich. Der hat diese Videos runtergeladen, unser Logo weggemacht und sein Logo drauf. Und wir sind ausgeflippt damals. Was fällt dem ein? Unsere Videos mit seinem Logo. Unsere ganze Arbeit und der kassiert jetzt. Und wir wollten den mal YouTube melden und ein richtiges Theater starten. Wir haben Copyright uns überlegt, dass wir in die Videos einbauen. Copyright, niemand darf, bla bla und so weiter. Wofür das alles? Hat er etwas von unserer Belohnung weggenommen? Gar nichts. Er hat unsere Belohnung sogar noch vermehrt. Er hat das hochgeladen auf seinen YouTube-Kanal. Es erreicht vielleicht Leute, die das bei unserem Kanal nicht gesehen hätten, oder nicht? Es erreicht noch mehr Leute. Wenn es mehr Leute erreicht, kriegen wir dann mehr Belohnung oder weniger Belohnung? Wir kriegen mehr Belohnung. Wir hätten uns nicht aufregen müssen. Wir hätten dankbar sein müssen. Wir hätten sagen müssen, Alhamdulillah, dass er das macht. Warum haben wir das nicht gemacht? Weil diese Krankheit im Herzen war. Es fehlte der Ikhlas. Die ganzen Videos, das war nicht einfach nur eine Sache zwischen uns und Allah. Unser Logo, wir. Das kann man sich von den Salaf nicht vorstellen. Ich stelle mir gerade mal vor, Ahmad ibn Hanbal macht einen Hammer-Vortrag über irgendein Thema. Jemand sitzt dabei, schreibt das alles auf, geht in sein Dorf, hält diesen Vortrag, aber er sagt nicht, dass der von Ahmad ibn Hanbal ist. Was würde jetzt Ahmad ibn Hanbal machen? Würde er ausflippen und seine Armee losschicken, damit die den Typen einfangen und du musst sagen, dass das von Ahmad ibn Hanbal ist? Nein, würde ihn doch gar nicht interessieren. Das ist ein Zeichen für Ikhlas. Wenn du Ikhlas hast, bist du ihm dankbar dafür, dass er sowas macht. Wenn du Ikhlas in deinem Herzen hast und du handelst nur mit Allah, dann interessiert dich auch nicht, was die Leute über dich sagen. Die Leute sind aus deiner Gleichung völlig weg. Die sind uninteressant. Es gibt eine schöne Geschichte von Abdullah ibn al-Mubarak, die er erzählt. Er sagte, eines Tages saß der Prophet sallallahu alaihi wasallam mit seinen Sahaba und er sagte, gleich kommt einer von den Leuten des Paradieses. Und es kam ein Sahaba, den man nicht kannte. Nicht so Abu Bakr oder Omar oder das sind die bekannten Sahaba. Es kam jemand, den man nicht kannte. Und die Sahaba waren verwundert. Wer ist das? Und am nächsten Tag passierte das Gleiche. Er sagte, ah, gleich kommt einer von den Leuten des Paradieses. Und es kam jemand, den die Leute nicht kannten. Und am dritten Tag das Gleiche. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, dass gleich kommt einer von den Leuten des Paradieses. Und es kam jemand, der unbekannt war. Immer die gleiche Person. Einer der Sahaba will herausfinden, was das Geheimnis von ihm ist. Und er sucht eine Ausrede, damit er mit ihm drei Tage verbringt. Er sagt, ich habe ein bisschen Probleme zu Hause, ich suche irgendeinen Ort, wo ich schlafen kann. Und der Mann sagt, okay. Und die verbringen drei Tage und drei Nächte zusammen und der Sahabi guckt genau, was macht er?
Und er sieht, dass er nicht besonders viel betet. Der fastet nicht besonders viel, der spendet nicht besonders viel, der macht gar nichts Besonderes. Nach 3 Tagen fragt er ihn, sagt ihm, hör mal zu. Ich wollte unbedingt mit dir 3 Tage verbringen, weil ich das und das vom Propheten gehört habe. Machst du noch irgendwas außerhalb? Und der Mann sagt, nein. Nur das, was du gesehen hast. Der Sahabi will schon weggehen, dann ruft er ihn zurück und sagt ihm, warte, da ist vielleicht was, was du nicht gesehen hast. Jeden Abend, bevor ich schlafen gehe, sage ich, oh Allah, ich habe in meinem Herzen nichts gegen irgendeinen Muslim. Und ich beneide ihn nicht um das Gute, was er von dir bekommen hat. Und der Sahabi sagt, das ist der Grund. Sie überlegt mal die Zeit damit. Die Sahaba, die waren ja keine Engel. Es hat auch dort manchmal Streit gegeben. Sind auch dort manchmal Dinge passiert, dass der eine sauer war auf den anderen. Wie kann jemand sich jeden Abend hinlegen und sagen, egal was heute passiert ist, egal was mit irgendeinem anderen Muslim ist, interessiert mich kein Stück. Wie? Weil es ihm einzig und allein interessiert, was Allah von ihm denkt. Nicht, was die Menschen machen. Und wenn du irgendwann vor Allah stehst, die anderen Leute, die spielen doch gar keine Rolle. Ob der über dich das gesagt hat, ob der dir dein Recht genommen hat, ob dies passiert ist, ob das passiert ist, das ist alles raus. Was soll dich das interessieren? Und von Ibn Taymiyyah wird erzählt, er mochte das, wenn die Leute ihn beleidigten. Der mochte das nicht, wenn die ihn gelobt haben, der mochte Beleidigung. Er hatte immer das Gefühl, vielleicht will Allah mir irgendwas zeigen, vielleicht ist das was für meine Nafs etc. Der mochte das nicht. Wenn du mit Ikhlas handelst, wenn du wirklich bei allem, was du sagst und tust, darüber nachdenkst, ob du von Allah belohnt wirst, du wirst deine Worte anders wählen. Die Worte, die du sagst, die kommen nicht einfach so raus. Al-Hasan al-Basri sagte, ich habe 30 Jahre lang nicht ein Wort gesagt, ohne dass ich dafür eine Erklärung vor Allah vorbereitet habe. 30 Jahre lang, ich sage nicht einen Satz, ohne dass ich die Erklärung vor Allah vorbereitet habe. Bevor er das sagt, überlegt er sich, ich stehe vor Allah. Allah fragt mich danach, das kann ich ihm vielleicht darauf antworten. Ansonsten sagt er das nicht. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wer an Allah den jüngsten Tag glaubt, spricht Gutes oder schweigt. Wenn die Salaf nicht sicher waren, dass das, was sie jetzt sagen, dass sie dafür belohnt werden, haben sie das gar nicht gesagt. Nur wenn sie, bevor die was sagen wollten, die haben überlegt, werde ich jetzt von Allah belohnt dafür oder nicht. Und wenn sie sicher waren, nicht 80%, 100% sicher, ich werde jetzt davon für Allah belohnt. Dann kam der Satz raus. Dann haben die gesprochen. Wenn die nicht sicher waren, Wenn du eine Sache nur mit Ikhlas machst, wird auch dein Umgang mit den Menschen anders. Denn wie du mit den Menschen umgehst, ist eigentlich eine Beziehung mehr zwischen dir und Allah und nicht zwischen dir und den Menschen. Du liebst die Menschen für Allah und du denkst auch nur darüber nach, wenn du mit ihnen umgehst, ob du von Allah belohnt bist oder nicht. Ich gebe euch mal ein kleines Beispiel, was das bedeutet in der Praxis. Vor 1 oder 2 Jahren habe ich eine Diskussion mitbekommen, da wollte eine Moschee einen Prediger einladen. Eine Moschee wollte einen Prediger einladen. Und einige in der Moschee waren dagegen. Und zwar mit dem Argument, dieser Prediger, der eingeladen werden sollte, der hat einmal schlecht über die Moschee geredet. Und der hat die im Stich gelassen, wo es gerade schlimm war. Und dann wollte er nicht kommen und der hat die Moschee im Stich gelassen und den Rücken gekehrt. Und das war ein Verräter an der Dawa und bla bla bla, dieses ganze Gerede. Was sind das für Argumente? Ob du ihn einlädst oder nicht, dafür musst du dir nur eine einzige Frage stellen. Du lädst jetzt diesen Prediger ein. Wirst du von Allah dafür belohnt oder bestraft? Ob der einmal so über die Moschee geredet hat, ob der die im Stich gelassen hat, ob der vielleicht sogar Geld von der geklaut hat, das ist alles gar nicht die Frage. Die Frage, die am Ende entscheidet, wenn du vor Allah stehst, wirst du belohnt oder bestraft? So, du winkst jetzt einen Prediger. Der hält eine halbe Stunde einen Vortrag, der bewegt die Menschen, die Leute sind motiviert, sie kommen näher zu Allah. Bist du jetzt dafür belohnt oder bestraft? Die Antwort ist klar. Wenn du dir immer diese Frage stellst, dann kommen diese ganzen komischen Diskussionen gar nicht auf. Es geht ja nur darum, belohnt Allah dich oder nicht. Ich war selber mal so drauf, wenn ich mich daran erinnere, subhanallah. Vor vielen Jahren, ich habe mich in meiner Stadt mit dem Vorstand der Moschee verkracht. Und boah. Akida und Manhaj waren die Themen. Wir sind bis an die Gurgel. Wow, und das sind keine Ahnung was für Leute. Ich habe in der Moschee nicht mehr gebetet. Warum? Weil ich mich mit dem Vorstand verkracht habe. Wir hatten Streit. Ist das ein Grund? Nein.
Wenn abends 19.30 Uhr ist, die Zeit für das Isha-Gebet, dann muss ich mir die Frage stellen, was gefällt Allah jetzt besser? Bete ich in der Moschee, von mir aus mit diesem komischen Vorstand, oder bete ich allein zu Hause? Das Gebet in der Moschee, in der Jamaa, ist 27 Mal besser, das wissen wir. Gilt die Bedingung nur, wenn der Vorstand der Moschee nicht komisch ist? Ist egal, was das für ein Vorstand ist. 27 Mal mehr, mit oder ohne Vorstand, spielt gar keine Rolle. Aber ich habe mir die Frage nicht gestellt. Ich habe mir diese Frage nicht gestellt. Wenn du eine Sache mit Ikhlas machst, dann werden auch deine Prioritäten geregelt. Das, was du jetzt gerade machst und wie lange du das machst. Ich gebe euch auch ein Beispiel, um das klar zu machen. Ich habe vor einigen Jahren eine Webseite programmiert. Das ist so hobbymäßig, inzwischen mache ich das auch beruflich ein bisschen, Webseiten programmieren, Webdesign. Und das habe ich auch gemacht für eine Dawa-Seite. Das war eine der bekanntesten Dawa-Seiten damals, die ich programmiert hatte. Und Programmieren ist sehr zeitaufwendig, ich war wochenlang beschäftigt damit und bin dann morgens so angefangen um 8 Uhr und habe dann programmiert. Den ganzen Morgen, 9 Uhr, 10 Uhr, 11 Uhr, 12 Uhr, ich war immer noch im Programmieren. Sehr zeitaufwendig. 12 Uhr, 12.30 Uhr, 12.45 Uhr, jetzt ist Adhan für Dhuhr. Zeit für das Dhuhr-Gebet. Was hätte jetzt Allah von mir am liebsten? Dass ich weiter programmiere? Oder dass ich Wudu mache, mein Gebet verrichte und dann weiter programmiere? Natürlich hätte er lieber, dass ich Wudu mache und mein Gebet verrichte, danach weiter programmiere. Habe ich aber nicht gemacht. Ich musste immer noch ein bisschen weiter programmieren. Und noch eben diesen Diff-Container und diese CSS-Regel und so weiter, zack, zack, ja, ich bin gleich da, ah, ich muss das nochmal checken und so weiter und so fort. Ich habe das Gebet nicht verpasst. Aber das hat dann mal eine Stunde gedauert oder mal anderthalb oder mal irgendwann kurz vor Schluss. So habe ich mein Gebet verrichtet. Warum habe ich das Gebet so spät verrichtet? Weil diese Programmierarbeit, bei der habe ich mir gar nicht die Frage gestellt, ob Allah mich dafür belohnt oder nicht. Das war gar nicht meine Motivation. Wenn ich mir diese Frage die ganze Zeit gestellt hätte, um 12.45 Uhr hätte ich den Laptop zugemacht, Wudu, beten und weiter. Die Frage war gar nicht hier. Warum habe ich diese Arbeit gemacht? Kann ich euch sagen, warum? Weil ich Spaß hatte am Programmieren. Das war die Motivation. Es war nicht die ganze Zeit meine Frage, oh, belohnt Allah mich dafür. Hätte ich das im Kopf gehabt, dann wäre die Sache mit dem Gebet erledigt. Spaß am Programmieren war das. Dafür gibt es aber nichts, Yawm al-Qiyamah. Vor Allah gibt es gar nichts dafür. Das, was ich wollte, habe ich ja schon bekommen, den Spaß. Ich habe ja schon den Spaß bekommen. Warum soll ich noch mehr bekommen von Allah? Wäre ja gar nicht gerecht. Wochenlange harte Arbeit. Vielleicht haben Tausende von Menschen den Islam dadurch angenommen. Aber Belohnung für den Programmierer gibt es nur, wenn die Sachen mit Ikhlas gemacht wurden. Wenn du das zum Spaß gemacht hast, den Spaß hast du schon. Ikhlas kontrolliert auch deine Genauigkeit im Umgang mit Halal und Haram. Wenn du eine Sache mit Ikhlas machst, du achtest viel genauer auf Halal. Denn Allah akzeptiert nur das Gute. Er akzeptiert nicht eine Sache, die 99% Halal und dann ein bisschen Haram ist. Dafür gibt es nichts. Ich gebe euch dazu ein Beispiel von einer der rechtschaffenen Vorfahren. Keiner der Salaf, einer der Salihin, sagt man. Der hat später gelebt. Und in der Zeit früher, da wurden Hadith-Sammlungen per Hand abgeschrieben. Wenn man ein Hadith-Buch kopieren wollte, ist nicht wie heute, dass man zum Copyshop gegangen ist, man muss das per Hand machen. Und das haben damals Leute per Hand gemacht. Und das war einer davon. Einer der Salihin damals, der hat Hadith per Hand abgeschrieben. Und er hat das meistens abends gemacht. Abends ist er durch die Stadt gegangen und dann hat er so ein Geschäft gesehen, mit einer Lampe vorne dran, so mit einer Beleuchtung, hat sich dann in das Licht dieser Laterne gesetzt von dem Geschäft und hat Hadith abgeschrieben. Zack, 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 eine nach dem anderen. Jeden Abend setzt er sich unter die Lampe von diesem Geschäft und schreibt Hadith ab. Bis er irgendwann über 50.000 Hadith gesammelt hat, per Hand abgeschrieben. Dann fällt ihm ein, er hat den Besitzer von diesem Geschäft, dem er die Lampe gehört, den hat er gar nicht um Erlaubnis gefragt, ob er sein Licht benutzen darf. Der geht mit seiner Hadith, mit seinen über 50.000 Hadith, der geht damit zum Meer, wäscht das alles so gut es geht aus, fängt von null an. Warum macht er das? Warum fragt er nicht einfach um Erlaubnis nachher? Seine Sorge war, dass vielleicht das Ganze nicht von Allah akzeptiert wurde.
Und dann ist es vollkommen egal, ob du 50.000 oder 50 Millionen Ahadith abgeschrieben hast. Du kriegst nichts dafür, wenn Allah es nicht akzeptiert. Seine Motivation war aber einzig und allein Belohnung von Allah. Und die Gefahr, auch wenn sie noch so klein war, dass Allah das nicht akzeptiert, hat ihn so handeln lassen. Allah akzeptiert nur das Gute, das, was einwandfrei ist. Ich kannte einen Bruder, der wohnt hier aus Saudi-Arabien, ist jetzt noch mein Freund. Sein Großvater, der war Richter bei einem Scharia-Gericht hier. Er war Scharia-Richter. Und er sagte mir, sein Großvater, der hatte immer zwei Stifte dabei. Ein Stift für Büroangelegenheiten vom Staat und ein Stift für Privatsachen. Sein Großvater, der hat nie private Dinge mit einem Stift von der Regierung geschrieben. Damals gab es keine Kugelschreiber, aber die hatten so, keine Ahnung, was für Stifte. Der hat einen Stift von der Regierung nie benutzt, um damit etwas Privates aufzuschreiben. Aus Angst, dass er ein Recht davon nimmt. Halal und Haram. Wenn du mit Ikhlas handelst, wird auch deine Motivation anders sein. Ikhlas ist eine Sache, es motiviert dich. Was bedeutet am Ende Ikhlas? Ikhlas heißt ja, du machst eine Sache, weil du das Gefühl hast, Allah möchte das von dir. Allah verlangt diese Sache von dir, deswegen machst du das. Sonst würdest du das gar nicht machen. Jetzt stell dir wirklich mal vor, Allah verlangt eine Sache von dir, wenn du dieses Gefühl hast. Wie machst du das? Stell dir vor, Allah verlangt morgen von dir, mitten im Sommer, in Deutschland, wo das Fajr-Gebet 3 Uhr anfängt. Allah würde von dir verlangen, dass du das Fajr-Gebet in der Moschee verrichtest. Stell dir mal vor, du hast dieses Gefühl. Meinst du, du hättest Schwierigkeiten aufzustehen? Nein. Du würdest rechtzeitig ins Bett gehen, du würdest rechtzeitig aufstehen, du würdest dich fertig machen dafür, du würdest dich auch schön fertig machen dafür, denn Allah hat das ja von dir verlangt. Wir haben die Brüder, einige Teams in Deutschland, die gehen jeden Samstag raus auf die Straße. Und manchmal sagen die, es gibt manchmal so einen Tag, da komme ich ein bisschen später und das fällt mir schwer, da hinzukommen. Das Problem ist Ikhlas. Wenn du denkst, dass Allah von dir erwartet, dass du diesen Samstag 9 Uhr auf die Straße gehst und Dauer machst, du hast keine Probleme, dahin zu kommen. Du gehst abends vorher rechtzeitig ins Bett. Du ziehst die besten Klamotten an, du bist eine Stunde vorher da und du wirst Gas geben ohne Ende. Stell dir wirklich das Gefühl, Allah kommt zu dir, gibt dir eine Offenbarung, das möchte ich von dir. Wie gehst du damit um? Wenn du dein Leben jetzt mit Ikhlas verbringst, dann wirst du feststellen, man führt ein ganz anderes Leben. Wir haben so viel Halal-Entertainment, was wir den ganzen Tag genießen können. Aber du wirst nicht davon viel in Anspruch nehmen. Wir machen hoffentlich den ganzen Tag Sachen, die Halal sind. Aber du wirst nicht so viel davon in Anspruch nehmen. Von der Schafi'i wird berichtet, wenn er abends ins Bett gegangen ist, um zu schlafen, der hat geweint. Der hat geweint wie ein Schlosshund. Er hat geweint wegen der Vorstellung, dass er jetzt ins Bett geht. Er schläft ein paar Stunden. Die werden von seinem Leben abgezogen. Und er tut nichts für Allah. Das war ein Albtraum für ihn. Schlafen war eine Strafe. Al-Shafi'i wurde bestraft, indem er schläft. Er musste, er war ein Mensch. Er hat das als Strafe empfunden. Wenn du so daran gehst, ich bin mir sicher, der hat nicht 12 Stunden geschlafen. Keinen einzigen Tag. Von Umar ibn Khattab wird überliefert. Als er Kalif war, der hat kein Fleisch mehr gegessen. Das war nicht Genuss für die Leute. Ali ibn Abi Talib, als er Kalif war, der hat am liebsten das trockene Brot gegessen. Wisst ihr warum das trockene Brot? Weil das Brot war von den ärmsten Menschen in der Gegend. Die haben von diesem trockenen Brot gelebt. Und er wollte das so wie die. Die hatten keinen Geschmack an diesen ganzen anderen Sachen. Das war nicht schwer für sie. Das war für sie kein Genuss, so eine fette Couscousplatte oder Reisplatte mit Hähnchen und Soße und so weiter. Das war für die kein Genuss. Al-Shafi'i, der hat im Ramadan 60 Mal den Koran gelesen. Das war seine Sunna, seine Gewohnheit. Im Ramadan 60 Mal den Koran lesen, jeden Tag 2 Mal. Wie hat jemand so viel Sabr? Das kann ich euch sagen, wie. Der hatte keinen Geschmack an diesen ganzen anderen Sachen. Sein Geschmack war Koran lesen. Du hättest ihm keinen Gefallen damit getan, so irgendwelche Pranks auf YouTube anzuschauen oder irgendwelche Späße zu machen oder mit den Leuten zu quatschen oder was weiß ich. Das war kein Geschmack. Es war kein Geschmack für ihn. Sein Geschmack bestand in diesem Koranlesen. Das war seine Süße in seinem Herzen. Das sind alles Anzeichen für Ikhlas.
versucht mal selber durch euer Leben zu gehen. Ich habe das auch mal gemacht. Also ich bin, als ich mir diese Gedanken gemacht habe, ich bin selber durch mein Leben gegangen. Und ich sage euch ganz ehrlich, ich wüsste nicht eine Tat, von der ich jetzt sagen könnte, das hast du vielleicht tatsächlich richtig und hundertprozentig mit Ikhlas gemacht. Mir würde keiner einfallen, das sage ich ganz offen. Uns muss aber allen klar sein, Yawm al-Qiyamah, wenn wir vor Allah stehen, die Belohnung hängt nur von Ikhlas ab, von nichts anderem. Die Tat kann noch so groß sein und sie kann noch so schön sein. Ikhlas ist das, was darüber entscheidet, ob du Belohnung dafür bekommst oder nicht. Es sollte deswegen ein Anstoß sein, dass man in Zukunft sehr oder mit Bedacht an seine Taten herangeht. Dass man das, was man für Allah macht, auch wirklich mit Ikhlas im Herzen macht. Khalas, Brüder. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.